Teil der Explore Science sind auch verschiedene Wettbewerbe. Schüler der Klassenstufen 5 bis 13 von Schulen aus unterschiedlichen Bundesländern haben unter anderem Maschinen zur Stofftrennung gebaut. Vor Ort wird aufgebaut und die letzten Feineinstellungen vorgenommen. Die Jury ist von der Arbeit der Jugendlichen begeistert. Wir haben fantastische Experimente schon gesehen heute, ganz viele schöne Experimente, die mitgebracht wurden, wo die Teams lange dran gearbeitet haben. Und ihr braucht euch nur umzuschauen, es sind begeisternde Experimente dabei. Diese Schüler der Nikolaus-August-Otto-Schule sind angereist, um ihre Stofftrennungsmaschine vorzustellen. Wir haben versucht, eine Stofftrennungsmaschine herzustellen. Und zwar war das ein Contest, es haben ja noch andere Mannschaften mit teilgenommen. Und es ging darum, drei unterschiedliche Stoffe voneinander zu trennen, möglichst vollautomatisch. Okay, cool. Und wie funktioniert das? Und zwar füllt man unseren gemischten Stoff hier oben rein. Das ist eine Art Trichter. Das Ganze wird hier von einem Motor angetrieben, der auf einen Riemen kommt. Der sitzt hier hinten. Und der hat eine relativ große Umwog. Und dadurch fängt das Ganze an, so zu rütteln. Und durch das Gitter setzen sich dann halt unsere zwei etwas kleineren Stoffe ab. Die rutschen dann hier weiter runter, kommen hier auf die Schräge. Das ganze Gestell rüttelt ja auch noch ein bisschen mit, dadurch rutschen die. Und die Styroporkugeln, die werden dann hier durch den Lüfter zur Seite weggeblasen und die Muttern rutschen einfach weiter durch. Nur eine Maschine von vielen. Die Jury schaut sich alle ganz genau an und bewertet. Wir haben ja mehrere Wettbewerbe und für jeden Wettbewerb gibt es eigene Kriterien. Aber ein Kriterium, was immer bewertet wird, ist die Kreativität. Alle Schüler haben sich große Mühe gegeben, um mit ihren Maschinen zu überzeugen. Und das soll auch belohnt werden. Die Preise sind sehr attraktiv. Also wir werten noch hier vor Ort die Experimente alle aus. Und die Jury findet einen ersten, zweiten und dritten Platz in erster Linie. Die gewinnen 500 Euro, 250 Euro und 100 Euro. Und selbst bis zum 10. Platz gewinnt man noch 100 Euro als Team. Und es gibt auch noch einige Sonderpreise, die vergeben werden. Habt ihr Lust mitzumachen? Auch im nächsten Jahr gibt es wieder Wettbewerbe. Meldet euch früh genug an.